Aussichten junge deutsche Fotografie 2020-2021. Herzlich willkommen im Künstlerhaus Dortmund zur ersten Ausstellung der 8 Preisträgerinnen mit 7 Arbeiten. Sophie Allerding, Leon Bielerbeck, Robin Hinch, Jana Ritschi, Tina Schmidt und Carrie Steen, Konrad Veit und Konstantin Weber zeigen einen bunten Reigen von fotografischen Arbeiten, die vom klassischen Porträt bis hin zur Rauminstallation reichen. Jeder der Künstlerinnen, die heute hier sind, werden Ihnen eine kurze Vorstellung ihrer Arbeiten geben und wir hoffen, dass wir Sie hier sehr bald persönlich begrüßen können, damit Sie die Schätze, die hier verborgen sind, auch heben können. Ich stehe hier vor der Arbeit von Carrie Steen und Tina Schmidt, The Evidence of Jahalim. Die beiden jungen Fotografinnen und Künstlerinnen waren in Israel in der Westbank unterwegs und haben mit The Evidence of Jahalim die Anwesenheit der Beduinen in der Khan al-Ahmar School Community dokumentiert, deren Existenz permanent von der israelischen Siedlungspolitik bedroht ist. In meiner Serie Familie Ritschi richte ich meine Kamera auf meine Familie, bestehend aus meiner Mutter und meinen zwei jungen Schwestern und mir. Wir bilden einen Gegenentwurf zu traditionellen Familienmodellen, einem Frauenhaushalt. Meine Serie besteht aus zwei Teilen, einmal den Familienporträts, welche unsere Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit spiegeln, und einmal den Einzelporträts, welche jeder einzelnen Platz und Raum geben sollen und eine Vergleichbarkeit entstehen lassen. Hallo, ich bin Leon Bielerbeck. In meinem Projekt Ataraxia Ataraxia setze ich mich mit der neurologischen Krankheit meines Vaters auseinander. Und dabei geht es mir zum einen um die Konfrontation dieser Krankheit und zum anderen diese zu verarbeiten mit Hilfe von multimedialen Gesten, in denen ich mich dann wiederum emotional und medizinisch damit auseinandersetze und natürlich auf künstlerische Weise neue Perspektiven eröffne, um diese zu verarbeiten. Mein Name ist Robin Hinch und in meiner Arbeit Valhalla beschäftige ich mich mit den Ausbeutungsmechanismen des fossilen Kapitalismus und lege dabei einen Fokus auf die Produktionsbedingungen, vor allen Dingen in den Ländern Nigeria, Polen, Deutschland und Indien, und habe dort in Zusammenarbeit mit lokalen Akteurinnen diese Mechanismen untersucht und versuche sie durch Fotografie offenzulegen und zu analysieren. Hallo, ich bin Sophie Allerding und meine Arbeit Leuchtende Augen handelt von Mythen aus dem brasilianischen Amazonas-Regenwald. Durch meine lateinamerikanischen Eltern bin ich mit magischem Realismus und brasilianischer Folklore aufgewachsen. Im Gegensatz zum westlichen Bild von der Natur bieten diese Geschichten eine Perspektive auf eine starke Natur, in der der Mensch Teil von ihr ist. Mein Name ist Konstantin Weber. Ich stehe hier mit meiner Installation Squares, mit der ich mich mit der Schnittstelle zwischen Fotografie und KI, also künstlicher Intelligenz, und genauer meinen eigenen Fotografien beschäftige. Dabei ist nun eine Arbeit rausgekommen, wo das eigentliche fotografische Motiv gar nicht mehr erkennbar ist, weil ich mein bisheriges Fotoarchiv benutzt habe, um der KI beizubringen, wie sehen meine Fotos aus? Kann sie dies nachahmen? Oder wie hören sich meine Fotos an? Oder was passiert, wenn ich nur einen Pixel eines Fotos von mir nehme und dann eine KI damit arbeiten lasse? Ich bin Konrad Veit und das hier ist Blastula, eine Figur aus Blastogenese X, ein 26-minütiger Schwarz-Weiß-Film, den ich zusammen mit Charlotte Maria Ketzel auf 16mm gedreht und per Hand selbst entwickelt habe. Der Film ist, wenn man so will, aufgebaut wie eine klassische Tierdokumentation. Man sieht in Episoden Geburten, Balzverhalten bis hin zur Fortpflanzungsszene und der Brutpflege von ganz hybriden Lebensformen, die sich irgendwo zwischen Mensch und Tier befinden und gleichzeitig genderfluid angelegt sind.